kräftige Regen- und Graupelschauer, die teils auch von Blitz und Donner begleitet wurden, zogen am Mittwochnachmittag über weite Teile des nordwestlichen Deutschland hinweg. Die herbstlichen Schauerwolken hatten sich im Bereich von hochreichend kalter Meeresluft gebildet und wurden von einem kräftigen West- bis Nordwestwind südostwärts getrieben. Im Radarfilm zeigt sich schön die zellulare Struktur der einzelnen Schauerzellen, aus denen neben Platzregen und Graupel örtlich auch Hagel niederging.